Oh mein Gott, am Freitag fängt wieder das Dschungelcamp an. Ohne Mist, ich habe es mir wirklich im Kalender notiert. Start IBIS 2018. Und diese Woche hat RTL offiziell herausgegeben, wer denn quasi auf die Dschungelbritsche zieht. Es gibt ja immer vorher die Spekulationen, die irgendwie auch zu 80-90% stimmen. Aber jetzt ist es wirklich hochoffiziell. Es gibt keine mehr für das Dschungelcamp. Und ja, wir haben uns gedacht, wir schauen uns mal an, wer da so reingeht. Und haben uns vorgenommen, das auch nicht zu googeln. Ich glaube, wir haben das letztes Jahr auch schon gemacht. Also wir haben uns einfach die Namen angeschaut und hatten dann einen Bericht darüber verfasst, wer reingeht, woher man ihn kennen könnte, wenn man ihn denn irgendwie überhaupt kennt. Und genau dasselbe machen wir jetzt nur eben heute mal in Videoform. Ich habe einen kleinen Spicker dabei, damit ich auch gucken kann, wie denn diese Promis heißen. Und ja, wie gesagt, wir gucken mal, wer reingeht und schauen mal, was wir von den Leuten halten. Also als erste Kandidatin wird hier Juliana Farfalla vorgestellt. Keine Ahnung. Das Gesicht dazu kennt man aber trotzdem, wenn man den Germany's Next Topmodel geschaut hat in der letzten Staffel. Sie ist diejenige, die als... Moment, jetzt muss ich überlegen. Sie wurde als Mann geboren, ist jetzt aber auf dem... Also ist ein Transgender-Model, ne? Ist jetzt auf dem Weg, Frau zu werden oder ist schon komplett umoperiert, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur noch, dass sie damals extreme Probleme gehabt hatte, als es darum ging, so diese ganzen Bikini-Shootings und Unterwäsche-Shootings, wo sie immer sagt, ah, ich kann das noch nicht, ich fühle mich noch nicht so sicher und so weiter. Jetzt geht's ins Dschungelcamp. Also es ist wirklich zu hoffen, dass sie jetzt ein bisschen selbstsicherer geworden ist. Ich fand sie damals auch ganz sympathisch. Nur ich glaube halt, dass sie auch dann im Dschungel ja irgendwie in den Teich muss und so. Und ich hoffe, dass sie damit klarkommt. Ist bestimmt eine ganz liebe. Und ja, wir drücken ganz, ganz doll die Daumen. Der zweite, Ansgar Brinkmann. Ja, den Ansgar Brinkmann, den haben wir letztes Wochenende sogar noch gesehen beim Schau ins Land Reisen Cup in Gummersbach. Da hat er nämlich mit Polly zusammen für einen guten Zweck gekickt. Und ja, jetzt geht er in den Dschungel. Da ich aber so gar nicht fußballaffin bin und wirklich überhaupt keine Ahnung habe, kann ich euch nur sagen, es ist ein Fußballspieler. Und ja, irgendwie war jedes Jahr, glaube ich, ein Fußballspieler drin. Okay, also Ansgar Brinkmann. So, David Friedrich kenne ich wieder. Und zwar, den hätte ich sogar gekannt ohne Foto, weil David Friedrich hat letztes Jahr, ja klar, letztes Jahr 2017, bei der Bachelorette mitgemacht und hat den zweiten Platz belegt. Die Bachelorette war Jessica Boschka. Und wir hatten ihm alle wirklich die Daumen gedrückt und haben gesagt, oh mein Gott, hoffentlich gewinnt er. Moment, der hat gewonnen. Ah, stimmt, der hat gewonnen. Genau, gegen diesen anderen da, den der jetzt wiederum mit diesem... Oh, das könnte Knatsch geben, weil der Zweitplatzierte von der Bachelorette hat sich nämlich mittlerweile mit dieser Juliana Farfalla getroffen, also diesem Transgender-Model. Die hatten sich irgendwie gedatet und so und dann gab es ja immer so das ein oder andere Gerücht. Ja, gut, also das heißt, dass das Date des Zweitplatzierten trifft jetzt auf den Gewinner der Bachelorette. Kommt ihr noch mit? Ich nicht mehr so ganz, aber er ist Musiker. Das kann ich euch noch erzählen und ich fand ihn auch damals ganz sympathisch. Ja, klar, ey, der war Erster. Ja klar, die haben es doch jetzt nicht mit Ass getrennt. Oh mein Gott. So, schauen wir mal weiter. Das hat kein Mensch verstanden. Ich glaube, ich sollte da irgendwie mal was malen oder so, wie ich mir das gerade vorstelle, diese Beziehungskisten. Oh gut. Sydney Youngblood. Ich finde, Sydney Youngblood hört sich total cool an. Nach Schauspieler, Musiker. Es ist auch ein Musiker. Aber ich habe keine Ahnung sonst. Ich könnte euch jetzt kein Lied sagen. Ich weiß, dass es ein farbiger Musiker ist aus den USA, aber... Keine Ahnung. Sorry. Tut mir leid. Muss man gucken. Dann Sandra Steffi. Nee. Leider nein, leider gar nicht so irgendwie. Sandra... Vom Bild her ist sie... Ach, die Comedy? Das ist das Schöne, wenn man es vorher nicht gegoogelt hat. Ich weiß es wirklich nicht. Sandra Steffi. Wir werden sehen. Keine Ahnung. Natascha Ochsenknecht kennt man natürlich. Natascha Ochsenknecht kennt man unter anderem auch von Promi Big Brother. Hat sie mitgemacht. Ich glaube, die war... Die war so ein bisschen die Container-Mutti damals, ne? Die war doch so, der ein oder andere hat sich bei ihr ausgeholt und dann fing sie aber auch mal so teilweise das Lästern an und dann ging so die Sympathiekurve wieder nach unten. Ja, hat sich doch, so, glaube ich, auch die von ihrem Umut, hieß der, ihr Ex, jetzt letztens getrennt und so. Ja gut, ist halt Reality-Sternchen, ne? Deswegen wundert es nicht so wirklich, dass sie jetzt dieses Jahr dabei ist. Matthias Mangiapane. Den kenne ich aus einem anderen Reality-Format. Das war RTL, das war auch RTL, genau. Das war das Sommerhaus der Stars. Genau, da war er nämlich mit seinem Freund oder Mann, weiß ich jetzt gar nicht, war er zusammen drin und hat dann da quasi als Paar versucht, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Und ich fand die ganz witzig. Also die waren total cool zusammen. So auf der einen Seite total süß,
So dieses, ach ja, wir lieben uns so. Und auf der anderen Seite konnten die es richtig böse anzicken. Das fand ich echt, also das war sympathisch. Das war auch so der einzige Unterhaltungsfaktor eigentlich beim Sommerhaus der Stars, die zwei. Die waren total süß. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie er alleine ist. Ob er denn dann auch irgendwie so mal einen Lagerkoller kriegt oder nicht. Aber doch, der ist, den fand ich ganz schnuckelig. Ich glaube, dem drücke ich am meisten die Daumen gerade so. Mal gucken, wer noch kommt. Aber doch, der ist auf jeden Fall bei meinen Top 3 dabei. Dann Tina York. Ich kann euch nichts sagen, tut mir leid, weiß ich nicht. Keine Ahnung, noch nie gehört. Wahrscheinlich total die Bildungslook jetzt. Oh mein Gott, aber ich kenne Tina York nicht. Ja, Jenny Frankhauser. Jenny Frankhauser kenne ich von Facebook, weil sie die Schwester von Daniela Katzenberger ist. Sie singt ja auch irgendwie, habe ich gehört, aber auch jetzt nicht so das, was ich denn dann so höre. Es haben sich, glaube ich, relativ viele darüber aufgeregt, dass sie jetzt da reingeht und die Frau Katzenberger könnte auch vielleicht ein bisschen Angst haben, dass sie da drin anfängt, schmutzige Wäsche zu waschen, weil die sich ja so gar nicht grün sind. Und ich habe gehört, dass sie jetzt, also hier, Jenny Frankhauser ihren Instagram-Account wohl die Kommentare unten gesperrt hat, weil man vermuten könnte, dass sie keine Lust hat auf Diskussionen darüber, ob sie jetzt in den Dschungel geht oder nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Hier neben, was ihr die ganze Zeit hier krabbeln hört, das sind übrigens, das ist unser Mini-Dschungel, das sind kleine Heuschrecken. Also wir haben eine Vogelspinne und die isst die unglaublich gerne. Und ja, deswegen dachten wir uns so, als passende Deko könnten wir das quasi ja, hier mal so ein bisschen aufbauen. Also es sind einmal Heuschrecken, die da so lustig rumspringen. Und dann, das sind Heimchen. Also das wird wahrscheinlich auch eins von den Sachen sein, was die lieben Herrschaften da im Dschungel essen werden dürfen. Irgendwie schön angebraten oder so. Kann man ja drüber streiten, ob das jetzt sein muss oder nicht. Aber man kann auch drüber streiten, ob man sich Exoten zu Hause halten sollte. Deswegen bin ich da jetzt mal ganz ruhig. Bei Jenny Frankhauser waren wir genau. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie da anfängt, schmutzige Wäsche zu waschen oder nicht. Mir ist es relativ egal, weil ich sie nicht kenne. Und mal gucken. Vielleicht überrascht sie uns ja positiv. Tatjana Xell. Ja, habe ich auch schon öfter in Reality-Formaten gesehen. Ich gucke verdammt viele Reality-Formate, fällt mir gerade mal ein. Die war bei der Alm, meine ich, dabei. War die nicht auch mal im Knast? Oder war die nicht auf Bewährung? Und sollte da war doch irgendwas, ne? Weiß ich jetzt auch nicht, mit ihrem Mann, Ex-Mann, der gestorben ist, beziehungsweise gestorben worden ist. Irgendwie sowas. Also da irgendwas war da, ja, sie geht jedenfalls auch rein. Und, nee, nicht als letzte, ich glaube als vorletzte, die Katja Wiedes. Katja Wiedes kenne ich auch, und zwar vom Bachelor. Vom Bachelor von letztem Jahr, genau, bei dem Sebastian Panek. Das war doch die, die in diesem roten Kleid mit ihm diesen Salsa-Kurs da hatte, die da irgendwie total eifersüchtig immer war und das alles ganz furchtbar fand, aber dann trotzdem geblieben ist und am Ende ja dann irgendwie doch ausgewählt worden ist. Gut, sie geht jetzt auch ins Gymcamp, soll wohl so ein bisschen die Zickenrolle belegen, könnte ich mir vorstellen. Und Daniele Negroni, DSDS von, keine Ahnung, von ein paar Jahren, das ist der mit den lustigen blau-pink-grünen Haaren, der doch, ja, dafür, dass er DSDS mitgemacht hat, relativ präsent ist eigentlich in den Medien. Der hat doch auch bei Dance 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 mitgemacht, war er das nicht? Oder nicht? Oh mein Gott, ich hätte doch ein bisschen googeln sollen, glaube ich. Ich meine ja. Ich meine, der hat auch da mitgemacht und das ist so ein Teenie-Schwarm halt. Wobei die auf ihn stehen, diese 12, 13, 14-Jährigen, sollten vielleicht nicht mehr nachts um 12 das Dschungelcamp gucken. Naja, mal gut. Müssen sie selber wissen. Und das war's aber auch schon. Das waren die Kandidaten vom Dschungelcamp. Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Im Allgemeinen muss ich sagen, so der Promi-Faktor hat dann doch so ein bisschen abgenommen, würde ich sagen. Weil, ja, so die letzten Jahre vorher, dann hattest du noch Ross Anthony, dann hattest du Brigitte Nielsen, wer war noch drin? Hier die Dingens, wie heißt sie denn? Na, Desiree Nick und so weiter, wo man halt sagen kann, okay, es sind jetzt nicht die Endpromis, aber man kannte sie halt oder man kennt sie. Und jetzt hat das irgendwie so ein bisschen abgenommen mit der Schwester von und der Viertplatzierten oder Fünftplatzierten vom Bachelor und dem einen, den man von da und da kennt. Und also, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, um Gottes Willen. Ich will jetzt auch nicht so viel lästern und so. Und ich bin auch jetzt echt nicht der Typ, der sich dann da das Maul zerreißt und sagt, die können doch alle nichts und haben kein Geld mehr und gehen jetzt in den Dschungel, um Gottes Willen, das nicht. Also, es ist ja schon unterhaltsam. Und wenn man sowas irgendwie in irgendeiner Form witzig findet, dann schaut man sich das auch an. Und die Einschaltquoten sprechen ja auch für sich. Deswegen, also, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Aber bin doch so ein bisschen enttäuscht davon, dass nicht irgendwie
andere Leute in den Dschungel gehen, die man vielleicht auch gerne mal gesehen hätte. Oder dass RTL endlich mal diese Klagen erhört von den Leuten, die sagen, ich bin ein Normalo, ich würde gerne auch mal mitmachen. Hat ja schon mal geklappt, ne? Damals bei Promi Big Brother mit dem Aaron Troschke. Der war ja auch, glaube ich, vorher, kannte man nicht und auf einmal war er da und alle fanden sie ganz toll. Und von daher, ja, vielleicht hätte es geklappt, aber egal, wir gucken uns das alles an und berichten natürlich auch darüber. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eure Meinung mitteilt, was ihr von den Kandidaten haltet und ja, aber vielleicht auch, was ihr von dem Format haltet. Okay, bis dann. Habt einen schönen Tag. Tschüss.